Wunderfantastisch toll. Wir müssen momentan nämlich viel improvisieren, damit wir viel Geld kriegen könnten. Personalbüro. Hallo Boss. Ich bräuchte neue Mitarbeiter. Fähig sind Bewerbungen eingegangen. Wir brauchen auf jeden Fall wieder einen Piloten. Hier aufgelistet, Boss. Wählen Sie einen Bewerber aus und klicken Sie auf die Schaltfläche einstellen, um ihn bei unserer Airline zu beschäftigen. So. Oh, hallo Chef. So sieht die Zuteilung Ihrer Mitarbeiter derzeit aus, Chef. So. Wir brauchen einen Piloten auf jeden Fall, der das kann, der es voll drauf hat. Jawoll. Ja. Am Moskau fliegt man ja schon ein bisschen, da würde ich schon gerne ein bisschen mehr Geld verlangen. Und wenn wir da mehr Fragen haben, müssen wir aber unseren... Müssen wir auf jeden Fall die Kantine... die Kantine sage ich schon. Hab ich dir eigentlich schon? Die Innenausstattung, da müssen wir ein bisschen Geld investieren, das hilft ja alles nichts. So. Wir haben einige wirklich hübsche Economy, neue Economy, Economy, ja, Economy, Economy, Economy. Das müssen wir so Grund-Economy alles haben. Und vielleicht sogar noch Klima-Economy, Catering-Economy, Multimedia-Economy. Kostet uns 12 Millionen, das ist okay, das spielt es hoffentlich auch wieder rein. So, weil ich glaube, diese Billigflieger nach Moskau, ich weiß nicht, ob das was bringen wird, ob das so toll ist, sage ich ganz ehrlich. Das wüsste ich nicht, ob ich das so akzeptieren würde. Und dann warten wir bis 50 Millionen, bevor wir wieder einkaufen gehen. Könnt ihr nochmal im Flughafen ein bisschen spazieren gehen, aber jetzt müssen wir Wartungsarbeiten durchführen. Wir müssen Wartungsarbeiten durchführen und zwar nicht zu schlecht. Kostet uns erstmal 499.000, aber dafür ist die dann wieder auf 100% ist. Dann können wir nämlich, hoho, nächsten Tag von Frankfurt nach Moskau, Frankfurt. Frankfurt, Moskau. Jetzt habe ich das mal überlegt, wo sind es? So, dann könnten wir vielleicht so früh, würde ich sagen, starten. Davor kommen auf jeden Fall 90 Minuten Wartungsarbeiten. Immer, das ist nicht schlecht. Und von London nach Frankfurt, ich überlege gerade, das sind 2000, na, machen wir lieber mal 60 Minuten Pause dazwischen. Nicht, dass da was passiert. Frankfurt nach London, nach Moskau. Und von Moskau nach Frankfurt wieder, hier 60 Minuten Pause. Die kosten es aber 124.000, ne? Wie weit ist denn das? Ah, ja, yeah, ich glaube, es waren 2000 Meter und die schafft 4000, ich glaube. Kann man das nochmal gucken hier? Bevor ich hier weiter plane, würde ich gerne nochmal gucken, Routenplanung. Wie weit das jetzt war. Aber da wir jetzt schon wieder gekauft haben, werden wir erstmal, um das Abstürzen zu vermeiden, beziehungsweise weniger zu machen, so Frankfurt, Moskau, nee, ja, 2023 Meter. 2023 Meter. Ich wiederhole, 2023 Meter. Jetzt gucken wir mal, wenn unsere Maschinen das können. So, 2023 Meter. Das würde sogar passen. Eigentlich können wir das, weil, wenn ich so überlege, dass wir dann lieber 60 Minuten Wartungsarbeiten dort einführen. Das kostet ja alles Geld, ne? Das ist ja das Problem. Und dann von Frankfurt nach Moskau nochmal fliegen. Von Moskau nach Frankfurt, dann 60 Minuten auf jeden Fall Wartungsarbeiten. Von Frankfurt nach Moskau. 60 Minuten Wartungsarbeiten. Ich glaube aber einfach, das würde mehr Sinn machen, wenn wir dann nochmal vielleicht das alles ein bisschen nach hinten verlegen, weil ich glaube, nachts wird da nicht so viel los sein, unsere Hauptflugzeiten. Zumindest ist jetzt bemerkt, ist das halt eigentlich meistens so. So, dass wir es ein bisschen später verschieben. Ich meine, die Wartungsarbeiten können ja gleich früh oder nachts einstellen. Das ist ja nicht das Problem. Alter, was mache ich denn? Alter! Von Frankfurt? Oh Gott. Von Frankfurt nach... So. Alter, jetzt muss ich das mal kurz verschieben. Was mache ich denn hier gerade? Wir fangen nochmal neu an. Jetzt habe ich irgendwie alles gerade durcheinander gebracht. Wartungsarbeit 90 Minuten ist okay. Von Frankfurt nach Moskau können wir so ein bisschen später starten. So zwischen 4 und von Moskau nach Frankfurt. Dann können wir 60 Minuten Wartungsarbeiten von Frankfurt nach Moskau. 60 Minuten Wartungsarbeiten.
Und dann können wir nochmal von Frankfurt nach Moskau, von Moskau nach Frankfurt. Und dann sind ja frühest die Wartungsarbeiten. Das heißt, wir können mal schauen, wie sich das rechnet. Und wir überspringen mal ganz schnell den Tag. Ich habe gerade überlegt, wie viel Geld haben wir denn? 37 Millionen. 37 Millionen, 40 Millionen müssten wir jetzt kriegen. Wenn wir Glück haben, haben wir 40 Millionen. Muss aber nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt sein. Schauen wir mal ab. Warten wir mal ab. Eieiei, hier ist wieder Planung. Planung pur. 39 Millionen, naja, das ist nicht ganz gut. Betrachten wir dies, wie es aussieht, betrachten wir nun. So, ich möchte aber erstmal gucken, wie es aussieht in meinem Office. Und vor allem möchte ich gerne erstmal speichern. Diesen Griff werden wir jetzt mal angewöhnt, für den Fall der Fälle des Absturzes hat Airline Tycoon ja bei mir voll drauf. Die fliegt doch hin und her. Nee. Genau. Schau mal. 190.000 oder 75.000 Gewinn. Das macht auf jeden Fall Gewinn. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich biete das mal. Wie sieht's hier aus? Oh. Verlustgeschäft gemacht. Na, 5.000 Verlust ist okay. Hier machen wir zwar Minus, aber das ist mir lieber, als wenn wir gar nichts haben. Führen wir heute wir wieder rein. 40 Millionen haben wir jetzt. Ich will auf jeden Fall wissen, wie viel wir hier plus machen. Achso, wir könnten das auf jeden Fall wiederholen schon mal, dass wir das auf jeden Fall haben. Achtung bitte! Das Mitführen von Nagetieren aller Art ist auf diesem Flughafen nicht gestattet. Oh, wissen wir Bescheid. Er hat gerade wieder ein Video übersprungen, deswegen hat es kurz gegangen. Spannend hier zuzugucken, wie die Zahlen lang kraseln. Können Sie einfach zu unserer Statistik mal angucken? 2 Millionen. Oh, ach gut, die haben auch was gekauft, das ist klar. Das sollten wir auf jeden Fall. Ich will halt nach und nach immer mehr Plus haben, aber ich würde gerne klein anfangen, sodass wir die kleinen Flugen uns sichern. Und die dafür relativ zielsicher sichern. Und vor allem unseren Ruf auch ein bisschen aufputschen. Das würde mich auch interessieren. Wer fliegt denn nach Frankfurt und nach Berlin? Ich glaube, die UGTA war das, genau. Na, das macht halt nicht so viel, aber das ist... Macht auf jeden Fall trotzdem Sinn, das ist so ein kleines Geschäft, damit holen wir unsere Pilotenkosten wenigstens rein. Ich glaube, am meisten boomt halt diese Langstrecken, weil machst du halt auf... Ja, du investierst halt am Anfang sehr, sehr viel, ne? UGTA, Onofro... 207.000, hier würde ich auch gerne noch wissen. Eigentlich sind die Flugzeiten perfekt. Zumindest... Momentan sieht es ganz gut aus mit den Flugzeugen hier. Eieieiei. Wie sieht eigentlich mit der Flugzeugwartung aus? Das hält doch. Ich würde aber gerne wissen, wie es hier aussieht. Deswegen müssen wir noch kurz warten und wir springen. Ich habe auch hoffentlich das Mikro an. Ja, ich hab, ja, hätte jetzt aber gelacht, so ewig gelabert und dann dieses Mikro an. Das wäre schon blöd gewesen. Wäre schon ein bisschen dämlich. Dann werde ich bis Samstag auf jeden Fall mit Let's Plays zubomben. Es wird nämlich neben Let's Play Airline Tycoon noch ein anderes Let's Play sehen. Aber bevor ihr diesen Teil wahrscheinlich gesehen habt, wird es schon hochgeladen sein. Weil ich nämlich, sobald ich Internet habe und endlich die Software aktivieren kann, endlich auch meine Videos konvertieren kann. Das ist schön. Kann ich momentan auch nicht machen. Muss ich nach und nach machen. Als erstes wird natürlich Let's Play Airline Tycoon geupdatet. Und dann kommt ein neues Let's Play. Ja, das ist etwas für ältere gewesen. Leider nicht das, was eine Freundin sich gewünscht hat, möchte ich hier gleich mal sagen. Weil, das kommt auch noch, aber momentan hatte ich irgendwie noch nicht so richtig den Anreiz dazu. Man soll ja mal das spielen, wenn man darauf Lust hat, ne? Und hier können wir schauen. Ach, hier seht ihr. Wir haben Plus gemacht. Das ist doch super. Das ist doch das, was wir wollten. 40 Millionen. Jetzt schauen wir mal. Wenn wir einen Tag überspringen, wie viel wir jetzt haben. Tag beenden. Jetzt müssten wir eigentlich so ein bisschen schätzen, so 3.500.000 müssten wir jetzt eigentlich pro Tag plus machen. Cool wäre es, wenn wir so 10 Millionen am Tag plus machen, weil da hätten wir schon ein bisschen ausgesorgt. Das wäre schon ein bisschen pollig. Das wäre schon krass. Aber ich glaube nicht, dass wir das so schnell kriegen. Guten Morgen. Kommen so. Wir betrachten, wie es aussieht für ja, die wer hätte das gedacht, ne? 70%, super, alles schön. 46 Firmen-Image. Aber was wir vielleicht mal machen werden, wird vielleicht, das werden wir auf jeden Fall machen. Erstmal gucken wir, wie die Finanzen sind. Wir haben ja gestern Plus gemacht, jetzt haben wir schon wieder 2 mit 3 Millionen 8. So, ich würde gerne auf jeden Fall mal so Berlin am besten so die Flugroute ein bisschen
Ich möchte eine Max. Verstehe. Wort. Gut. Aber so ein. So. Sehr gut. Welches denn schlecht? Von Frankfurt nach Berlin. Diese Kampagne wird sie so viel. Ja. So, dann werden wir jetzt mal den Hinflug. Später investieren wir dann noch in andere Sachen rein. Schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Würde ich mich auf jeden Fall verwundern. Eben haben wir 47%. Jetzt gucken wir mal, ob es das was gebracht hat bei dem Flug. Weil ich würde gern überall wenigstens über 50 sein. Und ob wir vielleicht doch mal die Maschine ein bisschen aufpassen müssen. Geld investieren müssen, was ich ungern mache. Geld ausgeben. Das ist nicht so mein Ding. Wir müssen ja improvisieren, ne? Aber nicht, dass ich mich für mich jetzt auch plus machen. Guten Morgen. Wie es aussieht, führt Igor Tupolev bei Imperial Airways. So, wir gucken erstmal rein und schauen uns dann Flugbrudendinges da, worum es da an. Wenn ich 10 Mio plus mache, würde ich mich gern vor Sabotage schützen. So. Schauen uns das Ganze nochmal an. Das sieht doch ganz gut aus. Von Frankfurt, ne, es ist so. Aber ich schau mal, 47 hat sich jetzt noch nicht so gebessert. Russland, wie sieht's da aus? Das passt eigentlich auch ganz gut. Das sieht doch ganz top aus. Also eigentlich mal relativ plus. Wie viel haben wir letzten Tag das gemacht? Das würde mich mal interessieren. 1 Million 8000. 2 Millionen. Oh, was ist denn da los? Achso, ja klar, wir haben ja Werbung gemacht. Aber wir haben trotzdem plus gemacht, trotz Werbung, die wir investiert haben. So, jetzt haben wir Russland fliegen wir an. Jetzt fliegen wir schon 4 Flugrouten an. 4, Leute. Das heißt, es wird langsam aber sicher gut gehen. Ich will überlegen, ob wir irgendwann... Kredit ist so problematisch teuer. Nicht schön, sag ich mal. Aha. Ich musste etwas trinken, bitte um Verzeihung. Ja, ich würde sagen... Wir beenden das Let's Play hier erstmal und werden das nächste Mal vielleicht sogar doch nochmal bei freies Spiel durchstarten. Da habe ich irgendwie gerade so ein bisschen Blut geschmeckt, geleckt, wie man es auch sagen möchte. Wir sehen uns später wieder, wenn es heißt Let's Play Airline Tycoon Number 2. Aber das ist schon mittlerweile die mehrfachste Folge. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt. Ich hatte es auf jeden Fall. Und sicher werde ich vielleicht auch morgen noch was aufnehmen, bevor ich überhaupt die nächsten Folgen geuploadet habe, weil ich ja kein Internet habe. Bis später, euer Martin.